Ey ho, meine Lieben, heute grillen aus dem Fleischautomat. Tja, wie kommt es? Wir vormittags draußen kommen, naja, vormittags war es schon Mittag, habe ich gesagt, was grillen wir heute, was machen wir heute Leckeres zum Essen? Und ja, unsere Kugellady, Patricia, sagt dann, och, lass uns doch mal ganz normal grillen. Hä? Was verstehst du unter normal grillen? Ja, einfach nur Steaks und Würstle. Ja, und Schatzi kam dann auch auf die Idee, fahren wir zum Fleischautomat, zum Gemüseautomat, schauen wir mal, was es da gibt, holen wir uns das. Gut, das haben sie gemacht. Ich habe der Patricia einfach die Cam mitgegeben, habe gesagt, film einfach mal mit. Und ja, noch keine Ahnung, was das eben für Aufnahmen sind, aber die seht ihr jetzt als nächstes. Und ja, hier raucht schon der Grill, die Kohlen heizen an und alles Weitere zeige ich euch dann, ja, hier jetzt nachher gleich am Tischle, was wir oder was die Mädels mitgebracht haben, was es dann an Zubehör gibt. Ich glaube, die haben 2 oder 3 Salate gemacht. Ja, einfach ganz locker, flockig heute. Also, bis gleich. So, wir stehen jetzt mal bei den Metzgereisteinchen. So, da gibt es was Tolles. Und zwar einen Waschautomat. Stark und noch geöffnet. Da sieht man, was es gibt. Weißwürst, Steak, Käsegrille, 12. Marinierte Bauchscheiben. Also, ich bin ja kein Profi, ne? Also Weißwürstle, Steak. Käsewurst, marinierte Bauchscheibe, was? Ja. Nichts rauskommen. Was hast du jetzt reingeschmissen? 12. Eigentlich funktioniert es so, geil rein. Und raus kommt. Ah ja, also jetzt wollen wir nochmal was. Lass mal zuerst schon mal das geht, ne? Ja, jetzt haben wir schon mal Steak. So. 3 Stück. Also Mama war zu schmal, also ich kann das jetzt nicht füllen. Du willst Käsegriller, wolltest du noch haben, gell? Ich wollte erst mal dir zeigen, was es hier so gibt noch. Also Bauchscheiben waren wir schon. Dann gibt es noch Schinkenaufschnitt, dann noch verschiedene Dosen. Nicht 23, cool. 24 ist leider aus. Jetzt warte ich mal kurz bitte. Was magst du jetzt? Oh, das spiegelt so. Was? Da gibt es Würstler, polnische, Fleischsalat. Oh mein Gott, ist das eine schlechte Aufnahme. Landjäger, Kochsalami. So, ja. Ich möchte bitte Käsewürstler natürlich. Käsegrille, also. Geld rein. Geld rein. Andersrum. Hier steht's. Ja. Käsegrille Nummer 25. Also. Eigentlich hier steht eine Bedienungsanleitung. Hab ich vorhin auch gemacht, ist nicht einmal. Das ist ganz nach Belieben. So. Nimmt's nicht. Dauert ein bisschen. Bestimmt weiblich. 25. Also, Nummer eingeben. Dann kommt oben der Lift hoch. Der packt es dann da rein. Tatsächlich. Eine Käsegrille. Dann kommen die Würstler raus. Magst du jetzt noch Bauchscheiben? Ja, die nehmen wir noch. Oh, jetzt sind wir
in unserem Kartoffelautomat angekommen. Ich glaube, das hat euch der Michi mal gezeigt. Also, ich komme rein. Mal hier die ganzen Kartoffeln. Ja, steht auch bei, hey, das ist. Und hier sind sie drin. Dann haben wir hier, was sind das? Das sind Annabelle. Aber die schauen noch nicht so aus, wie wenn die von heute wären. Lebensfrische werden. Dann auch wieder Geld einschmeißen, Nummer eingeben. Dann kann man das Produkt rausholen. Ja. Gurken sind leer. Dann haben wir Kartoffeln. Das sieht schlecht aus, wenn ich sage. Ja, so Bellona habe ich noch dabei und das sind noch keine frische, das sind welche vom letzten Jahr. Will ich die? Regional? Alles regional. Genau. Schön gekühlt, Klimaanlage. Dann gibt es noch frisches Gemüse. Hier Kohlrabis. Eiskraut. Was auch immer das ist, was ist das? Gelbe Beete. Aha. Also können wir kaufen, wenn wir mal Kinderbrei machen. Und Rettich. Und die Patricia zeigt uns jetzt, was sie mitgebracht haben. So. Also das sind leckere Schweinesteaks mariniert. 3 Stück sind drinnen. Dann mariniert die Bauchscheiben. Okay. Und für mich Käsewürstler. Käsewürstler. Okay. War das ein Problem, das Zeug aus dem Automaten zu ziehen? Nein. Ist ganz einfach. Geld rein, wenn er es annimmt. Und dann spuckt es aus. Okay. Nochmal drücken und ausspucken. Gut. Ja, dann werde ich das mal auspacken und dann auf den Grill wuchten. Vielleicht grill ich ja den Rest dann später. Also wir hauen jetzt nicht einmal alles drauf heute. Oder jetzt. Schön in den direkten Bereich. Und nachher ziehen wir die Steaks und die Bauchscheiben auf alle Fälle nochmal auf direkte Seite rüber. Ein Steak, 2 Bauch, 2 Würstchen. Oh, das wird jetzt dann schon erst einmal reichen. Und wenn nicht, können wir ja noch nachlegen. Leute, was ich aber jetzt dazu sagen muss, also diesen Automaten lässt sich diese Metzgerei wirklich heftig bezahlen. 3 Nackensteaks, allein schon 7 Euro. Also dafür kaufe ich bald einen kompletten Nacken ein. Die Bauchscheiben auch schon wieder 4 Euro. Also das ist heftig. Und die paar Käsegriller 5 Euro. Also dafür ist regional. Dafür ist regional, schreibt man aus dem Hintergrund. Ja, das stimmt, aber es sind knackige Preise, muss ich dazu sagen. Aber egal. Dann isst man weniger Fleisch, dafür bessere Qualität, ganz einfach. Naja, okay. Schau mal, wie es nachher schmeckt. Aber wir können ja in der Zwischenzeit schon mal das Zubehör angucken, mitkommen. Nudelsalat, den hat Patricia gemacht. Kartoffelsalat hat Schatzi gemacht. Ein bisschen an Rettich. Ei, geht. Na, geh weg. Rettich ist lecker. Und Gurkensalat. Schauen wir mal, was unser normales Grillen, wie es Patricia genannt hat, macht. Jo, es grillt vor sich hin. Drehen wir gleich mal um.
Und wie gesagt, die kommen gleich dann noch in direkten Bereich rein. Und die Würstchen müssen ja eigentlich bloß sauber aufgeheizt werden. Ja. So, Freunde, dann hauen wir jetzt die drei Scheiben auf direkter Glut. Nochmal kurz schön angrillen, dass sie schön Farbe kriegen. Da kann man den Grill offen lassen. Die Würstle sind eigentlich auch schon soweit. Die sind sauber aufgeplatzt. Tja. Also da mache ich jetzt den Grill erst gar nicht mehr zu. Leute, die werden jetzt einfach zwei, dreimal geflippt, umgedreht und dann sind die Scheiben auch alle gut. Ja, ich würde mal sagen, das reicht. Die müssen wir jetzt nicht vollständig verkohlen lassen. Ein bisschen Farbe haben sie angenommen. Und gut ist, ab am Tisch tun wir essen. Tja, Leute, Würstle habe ich schon probiert, die sind sehr, sehr lecker. Also das muss man schon dazu sagen. Da müssen wir mal so reingehen und welche kaufen. Und ja, und den Rest werde ich jetzt gleich probieren. Ja, wie gesagt, die lassen sich natürlich den Service mit diesen Fleischautomaten bezahlen. Den hätte ich wahrscheinlich auch machen. Sechs bringen wir auch so hin vom Würzen, definitiv. Aber der Grillbauch ist ja fein. Lecker. Lecker ist der Bauch, kann man echt absolut nichts sagen. Aber der wirklich, wirklich der Hammer, das sind die Würstle von denen. Hm? Sehr, sehr geil. Dazu ein bisschen leckeren Rettich. Nudelsalat. Kartoffelsalat. Und Gurkensalat. Ganz normales Grillen. Ja, wenn euch dieses kleine Automaten-Grill-Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und ja, freundliches Kommentar. Und mein Tipp, bereitet euer Zeug vorher selber zu, rechtzeitig, dann muss man nicht an Automaten springen. Okay Leute, das war's. Ich wünsche euch was. Tschaikowski. Du sag jetzt auch einmal Tschüss in die Cam. Mit freundlichen Winke-Winke. Habt ihr das gehört, Leute? Macht's mal Schimpfe-Schimpfe zu ihr in die Kommentare. Wenn ich nicht richtig bin. Oh Mann, Mädels halt. Okay, Tschaikowski.